Hallo und willkommen zu GPL Spieltag 17 Teambuilding gegen das Team Munich Bugbees. Bugbees, genau. Bugbees vom guten Shiro. Ja. Shiros Team ist, wenn wir uns das mal so ansehen, eines der besten Teams in der Liga, wenn nicht sogar das beste. Also ich bin der Meinung, dass er mit Abstand die meisten gefährlichen, also wirklich offensiv gefährlichen Pokémon hat. Aber ich werde erstmal jetzt das Team vorlesen. Und zwar hat er ein Mega Altaria, ein Demeteros in der normalen Form, aber ohne Sheer Force, ein Sepiroyal, ein Arcani, ein Doublade, das heißt, oh Gott, wie heißt das Teil? Duo, irgendwas mit Duo, Duokless, genau, Duokless. Ein Krebutak, ein Kikli, ein Dodigon heißt auf Deutsch. Der Drache, der da rechts ist, da ist nur ein Drache. Ne, da sind zwei. Verdammt. Egal. Dradigon halt. Aeropteryx, Fetiklak und Tauros. Ich habe keine Ahnung, wie Dradigon auf Deutsch heißt. Ich komme halt gerade echt nicht drauf. Schadrago, glaube ich. Ja, Schadrago heißt du. Genau. Da denke ich mal, ich kenne mich mit diesem Pokémon aus. Tatsächlich weiß ich halt aber wirklich, was das Ding macht. Also soll ich auf jeden Fall damit klarkommen. Die größten Threats, die Serien hat, sind eindeutig Mega Altaria. Weil Mega Altaria ist halt einfach krass. Krebutak, weil wo ist mein Switch hin? selbst Spaghetti wechselt da nicht einfach mal so eben rein. Dradigon ist ein Threat, weil ich nicht wirklich die Möglichkeit habe, das Teil effektiv stark anzugreifen. Und Aeropteryx ist auch ein Threat. Einfach weil es halt so schnell ist und gegen mein ganzes Team recht gut Druck ausüben kann. Vor allem, da ich mein Kobalium in diesem Kampf nicht mit habe. Weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, Kobalium in diesem Team sinnvoll unterzubringen. Außerdem ist dann Tauros, weil ich Kobalium wieder nicht habe, ein großes Problem. So. Genau wie natürlich Demeteros, aber mit, ohne Sheer Force ist der Damage Output einfach nicht so krass und ich kann es deswegen mit Ordoch tatsächlich einigermaßen abfangen. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber Ordoch kann das. Ich beliebe. Ja, dann wollen wir erstmal auf mein Team hier jetzt eingehen, welches ich dagegen mitbringe. Und zwar haben wir erstmal mein Stalos, denn ich habe erstmal geguckt, was kann ich denn gegen Altaria effektiv mitbringen und habe mich dafür Stalos über Kobalium entschieden, einfach weil Stalos noch was gegen das Doublade machen kann und ich ein bisschen Respekt vor dem Teil habe. Außerdem kann Stalos den, einigermaßen safe in manche Sachen reinwechseln, in die Kobalion halt einfach nicht reinkommt. Was halt zum Beispiel auch wieder das Tauros wäre, wenn das Tauros halt kein Fire Blast hat, wobei wir die Ockerberry haben, also ist das auch komplett okay. Aber nur einmal, also alles ein bisschen merkwürdig. Da stellt sich mir gerade die Frage, ob Rocket... Nein, Rocket will gar nicht, wir bleiben bei Sturdy. Gut, gut, gut. Ja, dieses Stalos soll halt erstmal das Altaria kaputt machen. Ein offensives Altaria können wir mit dem Heavy Slam one-hitten. Ein defensives Altaria meine ich nicht. Aber es kriegt auch extrem guten Schaden. Und ja, das ist auf jeden Fall alles okay. Dann will ich Stealth Rocks, weil ich brauche Rocks in dem Team. Und ohne Rocks in dem Team gehe ich nicht raus. Vor allem, weil er halt nur einen Spinner hat, glaube ich. Ja, das ist Kikli. Er hat nur einen einzigen Spinner. Und wenn dieses Pokémon hin und wieder dazu gezwungen ist, Spin einzusetzen... Okay, er hat noch Defog auf Arceops, habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, wenn dieses Kikli hin und wieder dazu gezwungen ist, Rapid Spin einzusetzen, ist das auf jeden Fall sehr praktisch. Vor allem, da wir damit hin und wieder mal Starmie beispielsweise recht safe reinbekommen, was auf jeden Fall gegen dieses Team nicht verkehrt ist, weil Starmie extrem gut gegen dieses Team ist. Dann haben wir das Earthquake als Coverage-Möglichkeit und um das, das Double A zu treffen. Außerdem Stab, ne? Stab EQ sagt man nicht nein. Außerdem verhindert das, dass dieses Chrono und recht safe hier reinkommt, was ich auch nicht möchte. Und es verhindert Setup vom Klick-Di-Klack. Und das ist ganz nett. Dann haben wir noch Rest, weil Steelix muss tatsächlich recht viele Jobs hier erledigen. Und wenn ich da Rest habe, um Steelix hochzuhalten und dann mit Liz, das Heal-Bell in diesem Fall hat, aufzuwecken, wird auf jeden Fall nicht schaden. Steelix brauche ich halt oft. Oft. Also wirklich oft. Ich brauche es gegen das Altaria, ich brauche es gegen Tauros. Boris gegen das Archeops und wahrscheinlich gegen Klick-Di-Klack. Wobei Klick-Di-Klack macht gegen das ganze Team nichts, also nur gegen diese Part. Aber diese Monster sind halt schon sehr wahrscheinlich, dass er diese alle mitnimmt. Und deswegen fände ich es ganz nett, wenn ich meinen Steelix hin und wieder mal hochheilen könnte mit dem West.
Vor allem, weil das vielleicht auch ein bisschen unerwartet ist. Da komme ich vielleicht mal gegen so ein Double 8 rein, kann mich einmal hochwesten auf seinen Switch Out, auf beispielsweise das Demeteros oder so, kriegt dann Liz rein und kann eine Heal-Bell raushauen. Ist auf jeden Fall ganz cool, wenn ich sowas irgendwie hinbekommen würde. Fähigkeit Sturdy, weil die anderen beiden bringen uns einfach gar nichts mit dem Set. Und das Investment ist dann einfach voll in die HP, um den maximalen Bulk rauszuholen. Das 196 und hartes Wesen in dem Angriff, im Angriff, um das Altaria zu one-shotten mit dem Heavy Slam. 52 Speed sind dafür da, um das Doublade zu outspeeden. Ich habe noch einen Punkt mehr drauf getan, einfach, also als die 48 Speed Investment, die ich bräuchte. Einfach, falls er 4 in die in den Speed tut, also ja, falls er 4 in den Speed tut, um eventuell das Steelix noch zu überholen, falls ich gespeedfree habe oder vielleicht den Speedteil noch rauszuholen, wer weiß. Und die letzten 12, die ich noch über habe, kommen in die Speedef und 4. Ja, und die dann sind nochmal 4 über die G-Mine Hue, die kommen noch in die Def. Einfach, um noch ein bisschen den Bulk zu erhöhen und weil die 4 in den anderen Werten halt einfach keinen Unterschied machen. Gehen wir weiter zu Spaghetti, dem Tangolos mit der Kebia Berry, das ist die Anti-Gift-Beere, welche mich vor einer Sludge Wave auf dem Tributak retten soll, weil der Gute hat das tatsächlich mal gespielt und da habe ich minimal Respekt vor. Also, dass hier mein Switch-In, in Anführungsstrichen, dann mit einer Sludge Wave kaputt gemacht wird, fände ich nicht so lustig. Und ja, deswegen habe ich hier eine Kebia Berry drauf, für den absoluten Notfall. Die Attacken sind Leaf Storm, weil das trifft. besser als Blattgeißel und ich brauche Leaf Storm eigentlich nur für das Krebutak. Beim Rest habe ich meist bessere Möglichkeiten. Sleep Powder, um beispielsweise Setup von dem der Blade zu verhindern oder um grundsätzlich mal was einschlafen zu lassen. Durch die Fähigkeit von der Blade No Guard können wir das der Blade auch hundertprozentig mit Sleep Powder treffen und wenn er rauswechselt, hat er nicht wirklich was, was da reinkommen möchte. Wobei ich mir gerade die Frage stelle, hat Tauros nicht Vegetarier? Kann es das haben? Nein, kann es nicht. Okay, gut. Alles okay. Alles okay. Ich hatte schon Angst um mein Leben. Tauros kann kein Vegetarier haben. Also ich wusste halt, dass man immer Sheer Force spielt, aber ich war mir halt gar nicht mehr sicher, ob das Vegetarier haben kann, weil das haben ja manche Mons, die so ähnlich sind. Stantler hat Vegetarier, tatsächlich. Glaube ich. Miltank hat Vegetarier, also... schon. Nee, Stantler hat kein Vegetarier, ich bin dumm. Stantler? Doch, es hat Vegetarier. Gut. Gut. Stantler hat Vegetarier. Ich sag's ja. Manche Mons, die so aussehen, haben Vegetarier. So. Poison Jab soll das, das Sephiroyal treffen. Genauso wie das, Altaria. Einfach, falls ich, mal darauf angewiesen bin. Ich möchte nicht, dass das Sephiroyal einfach safe gegen mich Setup bekommt mit dem Leaf Storm. Da ist es mir lieber, wenn ich trotzdem mal so 50% im Poison Jab drauf machen kann. Und EQ ist dafür da, um das The Blade zu treffen und es nicht mehr einzuschläfern. Genauso wie das Klick-Die-Klack vom Setup abzuhalten. Ich möchte nicht das Gegner auf mich setupen, tatsächlich. Fähigkeit Regenerator, einfach weil Heilung beim Switchen ist cool. Gehen wir zu Kakyoin, dem Starmie, weiter. Mit der Splash Plate, was die Stärke vom Scald, also von Wasserattacken, um 20% erhöht. Was auf jeden Fall sehr praktisch ist. Wir haben als Fähigkeit Analytic, um Switches vom Gegner besser zu punishen, weil wir dann größeren Schaden drauf bekommen. Hier 30% mehr Schaden ist auf jeden Fall cool. Natural Cure bringt uns recht wenig, weil ich sehe hier nicht, keins seiner Monsters unbedingt Status auf uns draufhauen möchte, außer vielleicht das Dradigon. Aber wenn wir die First-Turn-Situation haben, also dass Starmie und Dradigon drin sind, dann drückt er sowieso Rocks und nicht Glare, weil er halt wahrscheinlich von mit Natural Cure oder so rechnen muss. Oder davor, dass ich irgendwie rausswitche und Ball. Nein, muss ja nicht, aber egal. Dann haben wir, was die Angriffsmoves betrifft, haben wir den Scald als Stab und das kann man damit auch mal Burns fischen, gegen beispielsweise The Blade. Das ist ganz praktisch. Außerdem können wir in den meisten Situationen, wo Scald der effektivste Move ist, einfach mal reinkommen und Scald ultra safe drücken, weil nichts in seinem Team unbedingt geburnt werden möchte. Also wirklich gar nichts. Dann haben wir den Ice Beam, welcher Demeteros trifft, was so auf dem Scald getötet wird, meine ich, aber ne, vielleicht drücken wir das mal, weil er noch ein Altaria hat oder ein Dragon, die halt beide hin und wieder vielleicht mal ins Gold abfangen können. Vor allem Altaria, wenn es speziell ist. Was er wahrscheinlich auch spielen wird, einfach weil er sonst keinen Scald-Switchen hat. Wobei er hat halt noch ein Sephiroyal, aber Ice Beam, ne? Ice Beam, vor allem weil Starmie halt auch speedet. Und ja, also ich kann halt recht Freeze Gold drücken und Ice Beam kann halt die Monster, die da vielleicht mal reinkommen, treffen. Dann haben wir den Thunderbolt, welcher das
gegen das Crawdon one-hittet. Und die Psychic, die einzig und allein dafür da ist, um Kikli zu töten. Wobei mir gerade die Frage stellt, ob ich nicht lieber Psy-Shock dann spielen sollte, wenn es nur für Kikli ist. Und ich entscheide mich dazu, ja, Psy-Shock. Macht mehr Sinn, wenn es nur gegen Kikli ist, weil Kikli hat eine schlechtere physische Defense. Und deswegen Psy-Shock stärker sein sollte. Was das Investment angeht, sind wir einfach so viel Speed, dass wir einen Serpyroyal outspeeden mit Max Speed. Und nehmen wir vor den Spezialangriff und die letzten 12 in die HP, ungerade KP, sehr wichtig. Ich brauche kein Rapid Spin hier drauf zu spielen, weil die einzige Walk-Schwäche, die wir hätten, wäre Victini. Und die Sache mit Victini ist halt, es kommt halt rein und kriegt einen Kill. Wobei das Jadigon, jetzt stellt sich mir gerade die Frage, will ich nicht doch lieber Spin spielen über dem Ice Beam? Ne, will ich nicht, ich brauche Ice Beam gegen Superior. Ich brauche diese ganzen Moves alle. Ich kann kein Spin spielen, tut mir leid. Es geht nicht. Dann haben wir auf jeden Fall weiterhin Liz, das Ordino, welches in so ein paar Mons rein switchen soll, die ich sonst nicht wirklich switchen hätte. Unter anderem halt Demeteros. Und kann dann mit dem Ice Beam aus Demeteros auch einfach killen. Hat die Heal Bell, welche ich für Protector brauche, weswegen das Teil auch recht wichtig ist. Die Thunder Wave, um das ganze Team ein bisschen zu verkrüppeln, denn er hat keinen einzigen Thunder Wave switchen außer Demeteros. Und Demeteros hat halt Angst vor dem Ice Beam. Also sehr schön, wenn wir da mal einen Thunder Wave auf irgendwas drauf bekommen. Und Encore, damit sich beispielsweise Klicky Klack oder The Blade nicht einfach gegen uns setupen können. Vom Investment her sind wir, meine ich, auf so viel Defense, dass wir von dem... Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal gleich in den Kalk und sag euch gleich, wofür die Defense ist. Das Team ist jetzt schon ein bisschen länger hier. Ein Moment. So, ich habe das Ganze mal kurz überarbeitet. Und zwar habe ich anscheinend die ganze Zeit mit dem falschen Lando gekalkt. Ich bin schon ziemlich gut. Störgeräusche. Okay, jetzt ist es weg. Ja, das Lando im Kalk hat die ganze Zeit Shieldforce. Ist mir gerade glücklicherweise aufgefallen. Deswegen konnte ich den Spread nochmal kurz adjustieren. So, und zwar haben wir jetzt genug Dev, um zwei Superpowers zu tanken. Und trotzdem noch genug Speed-Dev, um mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit zwei Earth-Powers zu überleben. Also eine 10% Chance, dass das Earth-Power immer noch killt, eine zweite. Aber da ist er halt schon tot, weil Ice Beam. Und das Nevermelt-Eis sorgt auch dafür, dass der Ice Beam auf jeden Fall killen sollte, meine ich. Also zumindest nach Rocks killt der Ice Beam. Ja, das ist zu Ordino. Auch wieder mit Regenerator, haben wir auch wieder einen Regenerator-Core mit Spaghetti. Eine einigermaßen Mixed Wall und eine komplett physische Wall. Gehen wir weiter zu Victini, welches hier mit dem Choice Scarf Set wartet. Und mit seinem V-Create einfach hin und wieder mal reinkommen und beispielsweise das Superior killen soll. Genauso wie es mit dem Glaciate auch wieder das Lando killen kann. Hat auch genug Special Attack Investment, um mit dem Glaciate Lando zu killen. Wenn es nicht von Full war, dann war es nur eigentlich nach Rocks. Können auf jeden Fall gut Schaden draufhauen. Und wir haben den Bolt Strike, welcher das Crawdon one-hittet, genauso wie es das Archeops one-hitten kann. Das Problem ist halt einfach, dass ein Crawdon mit einem Aqua Jet bis zu 98% war es, glaube ich, oder 96%, machen kann. Und deswegen ist das hier nicht die beste Wahl dagegen. Höchstens wenn wir auf Full HP sind, können wir da was machen. Also, oder wenn er nicht banned ist, weil wenn er nicht banned ist, dann macht das weniger. Weil ich habe ihn mit Band gekalkt, weil Band Set macht irgendwo Sinn, weil er kann halt einfach meistens QF einmal drücken und Kill machen. Wobei halt mein Spaghetti hier rumrennt, deswegen Splash Plate auch gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Oder so ein Expert Plate oder sowas ähnliches halt. Live Orb könnte natürlich auch machen. Da macht halt aber auch der Aquatic wieder weniger. Dann haben wir halt die U-Turn, um aus gefährlichen Situationen rauszubügeln. Oder wenn er halt einen Switch-In hat, der nicht Dradigon ist, weil da würde ich dann einfach gerne einfach Glacier drücken, wenn ich das predikte. Wenn er beispielsweise noch sein Altaria hat und zwei Glaciers nicht killen würden, dann kann ich halt einfach auf den Switch auf U-Turn drücken, genauso wie auf den Switch auf Akani, wo ich auch gerne U-Turn drücken würde. Investment habe ich schon was zu gesagt und dann gehen wir einfach weiter zu Bolt, welches genug Speed hat wieder, um sein schnellstes Pokémon, was ein Serpyroyal ist, mit Max Speed, zu outspeeden. Und deswegen können wir tatsächlich Mortis spielen, was unseren Spezialangriff nochmal auf über 200 bringt, was sehr nice ist. Wir spielen den Volt Switch, um Switch Advantage zu generieren, falls so ein Pokémon wie beispielsweise das Akani noch rumrennt,
Was halt, wenn es speziell defensives Set ist, was ich für nicht unwahrscheinlich halte, weil er halt sonst ein paar Probleme mit Manectric kriegen könnte. Ja, dass ich da halt raus Vault switchen kann, um damit Druck wieder aufzubauen. Thunderbolt als starker Elektro-Stat. Pinpower Ice, was Lando und Dragon und ja, Lando und Dragon gut treffen soll. Und Overheat, was beispielsweise das The Blade One hitten kann, genauso wie das Superior und das Klick-Di-Klack. Ja. Investment, halt so viel Speed, dass ich Superior speede. Und noch voll einfach in Special Attack gepumpt, Modest Nature. Wir wollen maximalen Damage Output und die letzten 44 einfach in die HP. Was die Ability angeht, bin ich diesmal auf Static gegangen, statt auf, hier Lightning God, genau. Einfach weil Lightning God bringt mir halt nichts. Also gar nichts, weil, nun ja, er hat halt keine Elektro-Moves im Team, also macht Static hier mehr Sinn. Jetzt, ich überlege gerade, ob ich Minus spielen möchte, aber, nee, das bringt mir gar nichts. Weil, er könnte ja doch Klick-Di-Klack Plus spielen, aber es würde mir halt einfach gar nichts bringen. Also, ja, egal. Das ist Bold und das ist das ganze Team. Wir sehen uns dann im Kampf. Ich hoffe, dass das Ganze funktionieren wird. Vor allem mit Liz wird das Ganze, also mit der Liz Protector Strategie wird das alles ein bisschen merkwürdig. Das Team ist auch relativ defensiv, so mit 2,5 physischen Walls. Aber ich baue halt irgendwo Switch-ins und habe sonst Angst vor allem. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also im Kampf. Bis dahin. Ciao.